so peinlich! Das ist so peinlich! Du krankes Schwein, ist was in meinem Haus kaputt jetzt? Wenn du eins dabei bist, dann weiß ich! Patrick! Rein in die Masse. So, Patricks Prüfung steht an. Ich bin gespannt. So, wir machen uns heute dran. Patrick hat eine Prüfung für mich vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, was abgeht. Wenn ich die Prüfung verkacke, dann wird mein ganzes Haus in die Luft gesprengt, meine Freunde. Und dann werde ich CraftTech beenden. Vielleicht ist das hier mein letzter CraftTech-Stream ever. Komm runter in den Keller. Och, Leute, Digga. Och, Mann, habe ich darauf Bock? Nö. Ach, wieso hängt hier ein Bild von Trimax von mir? Mit Schnurrbart. Warum? Wer hat das hier hingehangen? Jeden Tag komme ich hin und irgendwas ist an meinem Haus. Okay, Leute, wir gehen in den Keller. Ja, ich bin da. Hallo, Revi. Och, Patrick, nein. Revi. Patrick, was ist das für eine Sch... Och, Mann, ich hab darauf gar keinen Bock, Alter. Mach deinen Chat in Emote Only. Mein was? Mann, du knisterst übertrieben. Junge, Kerl, mach deinen Chat in Emote Only. Ich hab Chat in Emote Only. Muss ich mein Equipment wegtun? Du brauchst nur eine Redstone-Fackel und dein Equipment. So, ich hab jetzt nur eine Redstone-Fackel und was zu essen dabei, ne? Und hallo. Rüstung. Und eine Rüstung. Und Netherite und ein Schwert, aber keine Spitzhacke. Full Netherite. Ja. Danke. Baby. Ja, was? Bist du bereit? Ja. Okay. Also, willkommen zu meinem Spielekabinett. Baby. Patrick, was hast du für ein Problem, Bro? Guck mal, wie du aussiehst. Nimmst du dich selber ernst? Ja, also. Hör mir zu, Baby. Ja, was? Die erste Aufgabe ist ein Quiz, eine Denkaufgabe für dein Gehirn. Gehst du der Kiste, siehst du die Schilder da hinten? Gut, da vorne ist eine Kiste, ja, da steht die Frage drauf. Die Frage, und da links sind drei Schilder mit Antwortmöglichkeiten. Du hast eine Minute, nee, du hast 15 Sekunden Zeit, die Aufgabe zu lösen. Woher soll ich das wissen? Du bist mein bester Freund. Wie viele Tote hatte ich in der letzten Staffel Craft Attack? 453 habe ich gedrückt. Hast du gedrückt? Ja. Okay. Dann wollen wir mal auflösen. Hä? Hier ist ja nicht mal irgendwas mit Redstone verbunden, oder? Schnell, entspann dich, das wird... Vertrau mir. Hallo? Ja? Ich kann nicht. Hier ist ja nichts. Ja, darum, du sollst einfach nur mitspielen. Oh, das ist das Sch**, Alter. Das Spielekabinett von Patrick Satire. Digga, die Decke ist aus Erde. Du Affe, der Eingang ist eine Leiter. Das ist nicht mal schön gebaut, du Hässlinger. Ja, warte. Okay, die Antwort ist leider falsch. Was? Ehrlich? Es sind fünf Aufgaben. Ja, es sind fünf Aufgaben, die ich gewählt habe. Du musst drei Aufgaben bestehen. Ja, dann sind es 89. Auch falsch. Hä? Vier Tode kann nicht sein. Ist alles drei falsch. Weiter geht's, nächste Aufgabe. Hä? Willst du mich f***en, Digga? Runter mit dir! Was soll das denn, du Schwanz, Digga? Junge, ich komm gleich in du dreckiger kleiner Hundesohn. Runter mit dir. Vertrau mir, runter mit dir. Wie viele Ebenen gibt's hier? Sechs. Also sechs insgesamt, aber fünf Aufgaben. Digga, okay, du bist so peinlich. Das ist so peinlich. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Das ist doch nicht dein Ernst, Junge. Guck mal, wie das hier aussieht. Okay. Oh, wait. Okay, da hinten ist eine Kiste. Ja, nimm den Inhalt daraus. Ja? Ein Bogen und ein Pfeil. Jo, jetzt platziert sich vor dieser Fackel, die hinter dir ist. Okay, du musst eigentlich nur diesen Knopf da treffen. Das solltest du hinkriegen. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, ich brauche halt... Hab getroffen. Chatten. Ich glaub dir. Okay, 1-1. Gut. Okay, ich weiß, dass du Castle Rush sehr magst. Patrick, willst du mich eigentlich verarschen? Was ist das hier? Hör mir zu, du hast was? Drei... Hör mir zu. Ich hatte nicht genug Lava-Eimer. Hör mir zu. Drei also, Versuche? Du hast drei Versuche, dieses Jump'n'Run zu schaffen. Ich schwöre, also wenn du das Spiel nicht gewinnst, okay, du schwörst ja eh nicht. Hä, wie soll ich jetzt hier rauskommen? Hast du dir darüber Gedanken gemacht? Ich dachte, du schaffst das beim ersten Mal, wie jeder Mensch. Ja, Patrick, ich hab keinen... Ah! Oh, Junge, du bist der Dümmste! Du bist der Dümmste! Du bist so dumm, das ist so peinlich! Das ist einfach nur peinlich! Du hast drei Versuche, es geht halt nur darum, die Spiele zu lösen, nicht irgendwie... Okay. Da mach ich ein Auge zu. Ja, ja. Patrick, guck dich mal an, das ist so peinlich. Du hast dir gar keine Mühe gegeben, oder? Doch, Digga, weiß gar nicht, was auf dich noch wartet. Du hast ja gar keine Vorstellungskraft. Du hast jetzt einen Versuch gebraucht, ne? Ja. Das ist, wenn du jetzt da nicht schaffst. Ja, Bro, das sterben, ist über der eklige Sprung, das weißt du, ne? Ja, das, ich hab die Sachen selber getestet, on stream. Okay. Nein, ich war drauf. Ruhe, nicht lachen.
Warte, bis du gelöscht bist. Alright, die nächste Aufgabe ist eine Community-Aufgabe. Also, in der Kiste sind Blöcke. Ja. Und du hast 3 Minuten Zeit, Arcani zu bauen. Du kannst dir erstmal noch dir vorstellen, so, du hast ein bisschen Zeit, dich zu sammeln. Ja, aber ich kann den doch, also, Bro, wer bewertet das denn? Du? Der Chat, dein Chat. Mein Chat mit deinem Chat. Ich hab hier gar nicht genug Platz. Okay, ich fang an, ja? Ach, Dicker, wie soll man das denn schaffen, Alter, mit dem Platz, den ich hier hab? So. Also, die Zuschauer können mit dem Ja, was du hast es geschafft, oder mit einem Nein in deinem Chat bewerten. Die können kurz aus dem Emote Only raus. Die haben alle Yeah Emote im Chat. Ja, alle Ja. Alle Ja. Bei mir schreiben die alle Ja, sogar bei mir. Glückwunsch, Revi! Wie du Warte. Die Scheibe setzt. Ruhe. Okay, ich geh runter. Nimm den Redstone Fackel schon mal in die linke Hand oder in die Hand. Ich hab das über dir offen, wenn du auf dumme Gedanken kommst. Hast du diese Mod, dass du... Oh nein, du hast keine Mod, dass man das Licht so in der Hand sieht, ne? Okay, das ist ein Labyrinth, Baby. Ja, Bro, ich sehe ja gar nichts. Warum hast du nicht Optifine? Ich kann Shader anmachen, dann sieht man, glaube ich, was. Ne, da sieht man zu viel. Ja, ich guck mir das an. Ne, guck mal, so ist doch perfekt. Sag mal, ja. Ist richtig gut. Oder? Schon viel, weil ich habe das halt getestet. Geh noch nicht weiter, kurz, bitte. Es ist ein zweietagiges Labyrinth. Ja. Und du musst es lösen. Du hast dafür 5 Minuten Zeit. Hier ist ein Knopf. Mehrere Knöpfe. Was war das? Hier ist TNT hochgeflogen. Du krankes Schwein. Ist was in meinem Haus kaputt jetzt? Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Bleib stehen. Wie geht's dir, Revi? Petra, was ist das hier? Warum hängt da ein Bild von Trimax mit Schnurrbart im Hintergrund? Weil der da hängt. Petrit, hast du den Ausgang einfach zugebaut? Petrit! Ja, Bro, checkst du selber, dass man da nicht rauskommt? Nein, du bist über die Trap hochgegangen, das war dein Fehler. Hä? Aber das hat doch nichts gemacht. Doch, es hat diese Wand hier zugemacht. Tut mir leid. Bist du dumm, Junge? F*** dich mal ins Knie. Da war nicht mal Pisten oder sowas, Junge. Petrit, du machst jetzt hier nichts kaputt, ich schwör's dir. Wenn du jetzt irgendwas an meinem Haus kaputt machst, ne? Sollte jetzt irgendetwas da kaputt gehen, Petrit, ich schwöre dir, du bist cancelled, du bist raus. Bro. Okay, komm mal mit, Revi, folg mir. Wohin? Folg mir. Digga, was ist das hier für eine behinderte Sch*** die du hier abziehst? Folg mir doch einfach, vertrau mir doch. Was denn, wohin? Komm einfach mit, kurz da unten. Ich muss dir was zeigen. Och, Junge, Petrit, Digga, das ist echt das Beschissenste, was ich jemals in Minecraft gespielt habe, wirklich. Nein, du hast Spaß. Wohin willst du mit mir? Was soll das alles? Runter zum Rotwilstal. Komm mit. Kannst du runterspielen, du hast Featherfalling, ne? Ey, Leute, wirklich, also das ist einfach nur... Ach, Bro, Digga, ich hab da keinen Bock mehr drauf, Mann, wirklich. Ey, was? Drauf. Was? Bleib doch stehen! Nee, Digga, ganz ehrlich, Bro, Mann, das ist einfach... Baby. Guck mal, Digga, jetzt holst du, jetzt zeigst du mir... Weißt du, ich weiß jetzt, ist das irgendein Hebel, den ziehst du und dann fliegt mein Haus in die Luft. Ich hab da keinen Bock drauf, Digga. Nein, bleib stehen. Ich muss dir was gestehen. Was? Baby, bleib mal stehen. Du verstehst das hier gerade alles falsch. Bro, diese Prüfung war der größte Rotz, ich hätte gar nicht gewinnen können am Ende. Ja, richtig, genau. Ja, was? Ich wollte bei dir nichts kaputt machen. Ich wollte, wenn du das die Prüfung machst. Aus welchem Grund? Einfach aus Spaß. Ich wollte eigentlich Arcani besorgen, aber ich hatte heute keinen Strom. Ich wollte eigentlich, egal ob du gewinnst, ich wollte eigentlich nur, dass du mit der Einstellung wegen ist, dass irgendwas kaputt geht. Und am Ende des Tages, ob du gewinnst oder nicht, ist eigentlich egal, weil ich wollte eigentlich Arcani dann als Belohnung geben. Aber ja. Ich hatte heute keinen Strom. Deswegen ja, und jetzt, was ist jetzt meine, was jetzt, was heißt jetzt für mich? Dass ich dir Arcani besorge, einen Fuchs, und das ist eine Belohnung. Du mir eine Chance gegeben hast, Content zu machen, und mir vertraut hast. Ach so ein Ding Check ist es. Mir. So psychospielmäßig. Ja, ich habe mit dir psychospielmäßig gemacht. Eigentlich wollte ich nichts bei dir kaputt machen. Du wolltest eigentlich nur Zeit mit mir verbringen? Ja, genau. Du tust einem richtig leid, weißt du das? Ja. Du bist eine richtig arme Sau, weißt du das? Naja, arm bin ich nicht in dem Sinne, aber... Doch. Und du kannst dir deine Katze auch abholen, wenn du willst. Wo ist die? Da unten, hab ich doch aufgemacht. Nein, wirklich jetzt? Ja, hältst du wie blöd? Ich dachte, du hättest sie umgebracht. Nein. Also, du dreckiger... Petrit! Ja, oh mein Junge! Ja, oh, Bro! Das ist halt damals passiert, Digga. Das Warum? Warum? Warum heißt die wieder Albani? Bro!